This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen zum 15. Video aus der Serie römisch-katholischer Kindesmissbrauch, und zwar systematischer römisch-katholischer Kindesmissbrauch. In den ersten 13 Videos habe ich den Grundstein gelegt für das Verständnis, dass die römisch-katholische Kirche aus ihrer Art heraus gar nicht anders kann, als eine kindesmissbrauchende Kirche zu sein. Wir haben auch deutlich festgestellt, dass alle Menschen Kinder unseres Vaters im Himmel sind und von daher nicht nur Minderjährige oder Kleinkinder diejenigen sind, bei denen es schlimm ist, die zu missbrauchen. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes, ein Kind des Vaters im Himmel, und die römisch-katholische Kirche missbraucht sie allemal, verbrauchen irgendwo auch, ja, in einer sehr negativen Hinsicht. Aber wie gesagt, das waren die grundlegenden Dinge, die wir gesehen hatten, auch die Moraltheologie von Alphonse Liguori, die ich ja mit Victor hauptsächlich besprochen habe. Dann sind wir letztes Mal in den Artikel reingegangen, Schwestern ohne Gnade. Und jetzt habe ich gestern von Maximilian das vollständige Papier bekommen, den Artikel Wir sahen Nonnen Kinder töten, über das Waisenhaus, was wir jetzt gleich weiterlesen werden. Der ganze Artikel hat 68 Seiten. Ich hatte davor nur einen Teil der Übersetzung, deswegen habe ich Pause gemacht, bis er mir alles übersetzt hat. Danke nochmal, Maximilian, für deine unermüdliche Arbeit, dass du das so wunderbar hinbekommen hast. Und da ich jetzt seit gestern das ganze Papier habe, habe ich gesagt, dann fange ich da jetzt noch an und mache jetzt heute Abend den Startschuss für die letzten Aufnahmen in der Hinsicht von diesem Artikel. Aber wie gesagt, das ist ja eine Serie, der systematische Kindesmissbrauch, der systematische katholische Kindesmissbrauch, die sich auch in der Zukunft fortsetzen wird. Es werden immer wieder mal Artikel kommen, die ich entweder aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen lasse oder die ich aus dem Deutschen nehme und aus gegebenem Anlass hier und da immer noch mal ein Video machen werde. Aber jetzt haben wir erstmal 68 Seiten in dem Dokument zu lesen. Da gehen wir erstmal mit fort. Und das ist jetzt also der 15. Teil heute. Und dazu heiße ich euch herzlich willkommen.
Und dann gehen wir mal los. Es ist hier, wie wir sahen, Nonnen Kinder töten, die Geister des katholischen Waisenhauses St. Josephs. Nun, diese erste Seite, ja, ich fange sofort an, aber diese erste Seite hier habe ich im Grunde schon gelesen, bis zur zweiten Seite hier zu diesem Absatz, wo das mit der Grand Jury steht. Und hier unten sind wir in den Artikel gegangen, Schwestern ohne Gnade. Also bis zu diesem vorletzten Absatz auf dieser Seite habe ich im Grunde schon alles gelesen. Aber da ich jetzt ja doch den ganzen Artikel anfange, fange ich halt nochmal von vorne an. Machen wir nochmal eben eine Seite, anderthalb Wiederholung, um da reinzukommen. Die Wiederholung ist ja auch nicht schlecht und wer da keine Lust hat, das zu hören, der kann ja 5 Minuten oder so vorspulen und dann sind wir da. Ich habe hier nebenbei einen Film vorbereitet mit ein paar Bildern, den lasse ich nebenbei laufen. Und dann fangen wir jetzt an und werden den Artikel lesen. Wir sahen Nonnen Kinder töten. Die Geister des katholischen Waisenhauses St. Josephs. Millionen von amerikanischen Kindern wurden in Waisenhäusern untergebracht. Einige haben es nicht lebend rausgeschafft. Es bezieht sich hier jetzt natürlich auf amerikanische Kinder, oftmals auch auf englische oder irische, wie wir ja auch schon gesehen hatten in der Vergangenheit. Es geht um Kinder, die in römisch-katholischen Waisenhäusern untergebracht sind in der ganzen Welt. Nicht nur in Amerika, aber dieses hier ist nun ein amerikanisches Beispiel. Der Artikel ist also von Christine Keneally, veröffentlicht am 27. August 2018, also vor knapp einem Jahr. Ich habe damals auch angefangen, diese Serie zu machen, ich glaube im Oktober oder November, ziemlich zeitnah also. Aber es zieht sich eben hin, bis diese ganzen Arbeiten erledigt sind. Deswegen hat das jetzt fast ein Jahr gedauert. Es war ein Spätsommernachmittag, erinnerte sich Sally Dale, als der Junge durch das Fenster im 4. Stock geworfen wurde. Er ist irgendwie aufgeschlagen und sie legte beide Hände mit der Handfläche nach unten vor sich. Ihre rechte Hand schlug dann auf die linke, prallte ein wenig nach oben und landete dann wieder. Vor einem Moment war der Raum still. Abgeprallt? Fragte einer der vielen anwesenden Anwälte. Nun, ich schätze, man würde es so nennen. Es war ein Aufschlag, antwortete sie. Und dann lag er still. Sally, die unter Eid sprach, versuchte es zu erklären. Sie fing nochmal an. Das Erste, was ich tat, war, nach oben zu schauen, als ich den Bruch des Fensters hörte, und dann fiel er nach unten. Aber meine Augen waren immer noch fixiert. Sie zeigte nach oben, wo das zerbrochene Fenster gewesen wäre, und dann zeigte sie auf ihr eigenes Gesicht und zog Kreise um es herum. Diese Kopfbedeckung, was auch immer es ist, das sie tragen, ragte wie ein wundgescheuerter Daumen heraus. Eine Nonne stand am Fenster, sagte Sally. Sie streckte ihre Arme vor ihr aus, aber ihre Hände waren so. Es waren nur 2 Leute im Hof, sagte sie. Sie selbst und eine Nonne, die sie begleitet hat. In einem Ton, der noch völlig verwirrt war, erinnerte sie sich, dass sie gefragt hatte, »Schwester?« Die Schwester ergriff Sallys Ohr, zog sie herum und ging mit ihr zurück auf die andere Seite des Hofes. Die Nonne erzählte ihr, dass sie eine lebhafte Fantasie habe. »Wir werden etwas gegen dich unternehmen müssen, Kind!« Sally gab an, dass der Junge 1944 oder so aus dem Fenster fiel, weil sie an diesem Tag in das Wohnheim für große Mädchen zog. Mädchen zogen meist mit 6 Jahren um, obwohl die Bewohner des St. Joseph's Waisenhauses in Burlington, Vermont, nicht immer ein klares Gefühl für ihr Alter hatten. Geburtstage, wie Geschwister und sogar Namen sind eines der vielen menschlichen Attribute, die ihnen genommen wurden, als sie durch die Türen kamen. Sie erzählte von seinem Sturz in einer Zeugenaussage am 6. November 1996. Als Teil einer bemerkenswerten Sammlung von Klagen, die 28 ehemalige Bewohner gegen die Nonnen, die Diözese und das Sozialamt, das das Waisenhaus leitete, erhoben haben. Ich beobachtete die Verhandlung. 19 Stunden dunkles, kratzbürstiges Videoband, mehr als 2 Jahrzehnte später. Zu diesem Zeitpunkt hatten Skandale über sexuellen Missbrauch die katholische Kirche durchbrochen und das Schweigen erschüttert, das so lange ihre Geheimnisse geschützt hatte. Es war einfacher für die Ankläger im Allgemeinen, sich zu äußern und einfacher für die Menschen, ihren Geschichten zu glauben, auch wenn die Geschichten zu schrecklich klangen, um wahr zu sein.
auch wenn sie vor Jahrzehnten passiert waren, als die Ankläger selbst noch Kinder waren. Auch wenn die Menschen, die sie beschuldigten, Säulen der Gemeinschaft waren. Aber für alle diese Enthüllungen, einschließlich des Grand Jury Berichts dieses Monats in Pennsylvania darüber, wie die Kirche die Verbrechen von Hunderten von Priestern versteckt hat, bleibt eine dunklere Geschichte, zu der Sallys Geschichte gehört, fast unbekannt. Es ist die Geschichte des unerbittlichen physischen und psychischen Missbrauchs von in Gefangenschaft befindlichen Kindern. Über Tausende von Kilometern und über Jahrzehnte hinweg nahm der Missbrauch unheimlich ähnliche Formen an. Menschen, die in Waisenhäusern aufgewachsen sind, sagten, sie seien gezwungen, stundenlang zu knien oder zu stehen, manchmal mit ausgestreckten Armen, manchmal Stiefel oder einen anderen Gegenstand haltend. Sie wurden gezwungen, ihr eigenes Erbrochenes zu essen. Sie wurden verkehrt herum aus Fenstern in Brunnen oder in Wäscheschächte gehängt. Kinder wurden in Schränken, Kammern, auf Dachböden eingesperrt, manchmal tagelang, manchmal so lange, dass sie vergessen wurden. Man sagte ihnen, dass ihre Verwandten sie nicht wollten. Oder sie wurden dauerhaft von ihren Geschwistern getrennt. Sie wurden sexuell missbraucht. Sie wurden verstümmelt. Am dunkelsten ist die Geschichte von Kindern, die in Waisenhäuser gekommen sind, die sie aber nicht lebendig verlassen haben. Von ehemaligen Bewohnern katholischer Waisenhäuser Amerikas hatte ich Geschichten über diese Todesfälle gehört. Dass es sich nicht um natürliche Todesfälle oder gar Unfälle handelte, sondern um die unvermeidliche Folge der Brutalität der Nonnen. Sally selbst beschrieb, wie sie mindestens zwei Vorfälle miterlebte, bei denen sie sagte, dass ein Kind in St. Joseph's gestorben sei oder direkt ermordet wurde. Es ist wahrscheinlich, dass allein im 20. Jahrhundert mehr als 5 Millionen Amerikaner durch Waisenhäuser kamen. Auf dem Höhepunkt in den 1930er Jahren umfasste das amerikanische Waisenhaussystem mehr als 1600 Institutionen, die teilweise mit öffentlichen Mitteln unterstützt wurden, aber meist von religiösen Orden, darunter die katholische Kirche, geleitet wurden. Außerhalb der Vereinigten Staaten wurde das Waisenhaussystem und die von ihm verursachten Trümmer in den letzten zwei Jahrzehnten einer umfangreichen offiziellen Prüfung unterzogen. In Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Irland und Australien haben mehrere behördliche Untersuchungen und Befragungen durchgeführt. Zeugenaussagen aufgenommen und immer wieder festgestellt, dass Kinder, die in Waisenhäusern in vielen Fällen katholische Waisenhäuser verbracht wurden, Opfer von schwerem Missbrauch wurden. Eine 1998 von der britischen Regierung durchgeführte Untersuchung, die sich auf außergewöhnliche Verderbtheit in vier Häusern des Christian Brothers Ordens in Australien bezog, ergab, dass ein Junge Gegenstand eines Wettbewerbs zwischen den Brüdern war, um zu sehen, wer ihn 100-mal vergewaltigen konnte. Die Untersuchungen konzentrierten sich in erster Linie auf sexuellen Missbrauch, nicht auf körperlichen Missbrauch oder Mord, aber zusammengenommen zeigten die Berichte fast grenzenlose Quälereien, die nicht nur auf individuelle Grausamkeiten, sondern auch auf systematischen Missbrauch zurückzuführen waren. Deswegen nenne ich es ja auch systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Genau aus dem Grund. Weil wenn man das untersucht und sich die Berichte anschaut, das auf systematischen Missbrauch weist. In den Vereinigten Staaten hat jedoch keine solche Aufarbeitung stattgefunden. Auch heute noch werden die Geschichten der Waisenhäuser selten erzählt und kaum gehört, geschweige denn von der Regierung, der Öffentlichkeit oder den Gerichten formell anerkannt. In den wenigen Fällen, in denen in den USA Missbrauchsfälle gegen Waisenhäuser geführt wurden, sind die Gerichte bis auf wenige Ausnahmen im Allgemeinen gleichgültig geblieben. Private Entschädigungen konnten nur ein paar tausend Dollar betragen. Regierungsstellen haben die Vorwürfe selten verfolgt. Auf einer Reise, die 4 Jahre andauerte, Entschuldigung,
ging ich also durch das Land und sogar um die ganze Welt, um die Wahrheit über dieses riesige, nicht erzählte Kapitel der amerikanischen Geschichte zu erfahren. Schließlich konzentrierte ich mich auf St. Joseph's, wo die Klagen der ehemaligen Bewohner die dunkle Geschichte kurzzeitig in die Öffentlichkeit getrieben hatten. Die ehemaligen Bewohner von St. Joseph's erzählten, dass sie Folterungen ausgesetzt waren. Von einfach schrecklich bis geradezu bizarr, die gelegentlich als Sonderstrafe verabreicht wurden, aber oft nur eine Selbstverständlichkeit waren. Ihre Geschichten waren auffallend ähnlich und fügten den anderen Gewicht und Glaubwürdigkeit hinzu. In diesen Berichten tauchte St. Joseph's als ein eigenes kleines Universum auf, das von einer grausamen Logik regiert wird, die sich hinter Backsteinmauern versteckt, nur wenige Kilometer hinter der malerischen Straße, hinter den malerischen Straßen der Innenstadt von Burlington. Als ich anfing zu suchen, schien es, dass von St. Joseph's nur noch Berichte von Zeugenaussagen und die scharfen, bitteren Erinnerungen der wenigen Überlebenden übrig geblieben waren, die ich finden konnte. Aber im Lauf der Jahre stellte ich fest, dass es noch viel mehr, so viel mehr zu entdecken gab. Mehr, als die ehemaligen Bewohner selbst wussten und mehr, als in den 90er Jahren im Rechtsstreit aufgedeckt wurde. Durch Zehntausende von Seiten von Dokumenten, einige davon geheim, sowie Dutzende von Befragungen waren das, was ich in St. Joseph und anderen amerikanischen Waisenhäusern fand, eine riesige und schreckliche Matrix der Bestätigung. Die Diözese Burlington, die katholischen Wohltätigkeitsorganisationen von Vermont und die Schwestern der Vorsehung, der Orden der Nonnen, die bei St. Joseph arbeiteten, beschlossen alle, nicht mit mir über diese Anschuldigungen zu sprechen. Am Ende meiner Berichterstattung gab Monsignore John McDermott von der Burlington-Diözese eine kurze Erklärung ab. Zitat: Bitte beachten Sie, dass die Diözese Burlington Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs ernst nimmt und es Verfahren gibt, um den zuständigen Behörden Bericht zu erstatten. Obwohl sie die Vergangenheit nicht verändern kann, tut die Diözese alles, was sie kann, um den Schutz der Kinder zu gewährleisten. Ende Zitat. Ja, heuchlerisch nennt man solche Aussagen. Monsignore, das ist schon mal ein angenommener Titel, der noch schlimmer ist als Vater. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass wir niemanden unseren Vater hier auf Erden nennen sollen, außer den einen, unseren Vater, der im Himmel ist. Jahrzehntelang vermied Sally Dale, hier im Bild, wie so viele der Kinder von St. Joseph's, über das zu sprechen, was dort geschah. Viele der Waisenkinder heirateten und bekamen Kinder und Enkelkinder, ohne zu vergessen, dass sie eine gewisse Zeit in einem Waisenhaus verbracht hatten. Einige, ihr Vertrauen war für immer erschüttert, konnten keine engen Verbindungen knüpfen. Robert Whitman, der Anwalt, der neben Sally saß, bot ihnen die Möglichkeit, gehört zu werden und die Welt außerhalb des Waisenhauses zu zwingen, mit deren Bekanntschaft zu schließen, was in seinen Mauern vor sich ging. Dieser rechtliche Aufwand dauerte 3 Jahre an. Er kostete Whitmans Anwaltskanzlei Unsummen und es drückte ihn emotional an den Rand. Jahrzehnte später beschrieb er diesen Fall als einen der zerreißendsten Fälle seines Lebens. Für die ehemaligen Bewohner von St. Joseph's und für die Menschen in Albany und Kentucky und Montana, die mit ähnlichen Geschichten aus Waisenhäusern auftauchten, war der Kampf etwas viel Größeres. Es war eine Chance, die die meisten von ihnen noch nie zuvor hatten. Gehört. Endlich gehört. Und vielleicht sogar ernst genommen zu werden. Auch für die katholische Kirche war der Einsatz enorm. Würden die Burlington-Kläger gewinnen, könnte dies einen Präzedenzfall schaffen und Zivilverfahren in großem Umfang fordern. Die finanziellen Folgen wären schwer zu ergründen. Und da muss man natürlich zufügen, dass wir ja wissen, dass in Amerika Zivilklagen, wenn es da um finanzielle Vergütungen geht, ein ganz anderes Kaliber haben, als wir das hier in Europa kennen. Das würde sich da genauso durchziehen. Whitman und seine Gruppe von Waisenkindern stellten eine tiefe Bedrohung dar
und die Kirche würde alle ihre Kräfte einsetzen, um sich dieser Bedrohung entgegenzustellen. Naja, dass das in dem Artikel hier so drinsteht, ist natürlich vollkommen richtig. Nur die wirkliche Bedrohung stellt die römisch-katholische Kirche für die Kinder dar. Ja? Der Fall Philip White. Philip saß an einem Nachmittag im Jahre 1993 in seiner großen Anwaltskanzlei im dritten Stock, als der mysteriöse Anrufer ankam. Er sagte, sein Name sei Joseph Barkin. White lud ihn ein, sich zu setzen und seine Geschichte zu erzählen. Barkin bat White, seine Sekretärin loszuschicken, damit die beiden Männer privat sprechen konnten. Barkin sagte, dass er kürzlich geheiratet habe und dass seine neue Frau von dem Augenblick schrecklicher Narben auf seinen Genitalien schockiert gewesen sei. Barkin erzählte White, was er ihr gesagt hatte. Dass er in den frühen 1950er Jahren, als er noch ein kleiner Junge war, einige Jahre in einem Waisenhaus namens St. Joseph's in Burlington, Vermont verbracht hatte. Es war ein dunkler und schrecklicher Ort gewesen, der von einem Orden von Nonnen geleitet wurde, der die Schwestern der Vorsehung genannt wurde. Barkin erinnerte sich an ein Mädchen, das die Treppe hinuntergeworfen wurde, und er erinnerte sich an die dünnen Blutlinien, die danach aus ihrer Nase und aus ihrem Ohr sickerten. Er sah einen kleinen Jungen, der vor unverständlichem Schock erschüttert war. Er sah, wie andere Kinder immer und immer wieder geschlagen wurden. Eine Nonne von St. Joseph hatte Barkin in einem Vorraum unter der Treppe geschleppt und ihn mit großer Kraft gestreichelt. Und dann schnitt sie ihn mit etwas sehr Scharfem. Er wusste nicht, was es war, erinnerte sich nur daran, dass es überall Blut gab. Barkins Frau hatte ihn ermutigt, zur Therapie zu gehen. Um Hilfe bei den Kosten zu erhalten und um eine Entschuldigung zu erhalten, sprach Barkin mit zwei Priestern in der Diözese, aber er erhielt sehr wenig Antwort. Jetzt wollte er klagen. Er war zum richtigen Anwalt gekommen. Als Staatsanwalt in Newport, Vermont und dann als Privatanwalt hatte White seine Karriere der Herausforderung und Veränderung der vorherrschenden Vorurteile über junge Opfer von sexuellem Missbrauch gewidmet. Vor 1980 sagte mir White, dass die Sozialdienste der Opfer von Kindesmissbrauch typischerweise vom Gericht fernhielten, weil der Prozess für die Kinder als zu traumatisch galt und die Fälle zu schwer zu beweisen waren. White behauptete, dass die Angst vor Traumata mehr mit dem Unbehagen der Erwachsenen als mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Kinder zu tun habe. So brachten er und einige seiner Kollegen Sozialdienste, Polizei und Bewährungshelfer zusammen und schufen eine neue Reihe von Protokollen, wie Missbrauch behandelt werden sollte. White und seine Kollegen reisten durch den Staat und schließlich durch das Land, ermutigten verschiedene Agenturen zur Zusammenarbeit und schulten psychiatrische Fachkräfte und Lehrer darüber, wie und warum Missbrauch gemeldet werden sollte. Als die Staatsanwälte sagten, sie würden sich nicht um sexuellen Kindesmissbrauch kümmern, weil sie sich nicht der Schuld des Verlierens stellen könnten, antwortete White, wenn Sie den Fall nicht vorbringen, wie können Sie schlafen? Das Team von White entwickelte eine Möglichkeit für Kinder, im geschlossenen Gespräch auszusagen, damit sie ihre Geschichte nicht vor ihrem Täter erzählen mussten. Wann immer ein junger Klient aussagte, warf White eine Party mit Kuchen, Ballons und Luftschlangen. Er sagte den Kindern, dass sie unabhängig davon, wie der Fall entschieden wurde, ihre Wahrheit gesagt hatten. Und das war der Sieg. Als das Zeugnis für die beunruhigendsten Erfahrungen der Kinder von Vermont zu viel wurde, suchte White die steilste Skipiste und fuhr hinunter, schrie sich den Kopf vom ganzen Weg hinunter leer, bis er sich ruhig genug fühlte, um zu seiner Arbeit zurückzukehren. Für alle Fälle, an denen er gearbeitet hatte, hatte er jedoch noch nie eine Geschichte wie die von Barkin gehört. Er wusste aus Erfahrung, wie es ist, die Diözese herauszufordern. Der Angriff auf Barkin hatte vor Jahrzehnten stattgefunden, was es White schwer machen würde, eine Bestätigung zu finden. Und die Kirche konnte Barkins Gedächtnis leicht in Frage stellen.
Und so schwer es damals noch gewesen wäre, Geschworene davon zu überzeugen, dass ein Priester ein Sexualraubtier sein könnte, so schwer würde es sein, dieses Argument über eine Nonne zu führen. Dennoch beschloss White, Barkins Fall zu übernehmen. Er reichte am 7. Juni 1993 beim US-Bezirksgericht in Brattleboro, Vermont, eine Klage ein, mit der er Schadenersatz für Barkins 40 Jahre zurückliegende Verletzungen durch körperlichen, psychischen und sexuellen Missbrauch vom St. Joseph's Waisenhaus forderte. Die Angeklagten, die er nannte, waren die Burlington Diözese, die Vermont Catholic Charities, also Wohltätigkeitsvereinigung, das Waisenhaus und, da Barkin den Namen der Nonne, die ihn missbraucht hatte, nicht kannte, die Vorsitzende des Ordens Mutter Jane Doe. Was für ein Name. Wir kennen ja John Doe für sozusagen den einen x-beliebigen Menschen und die heißt anscheinend hier tatsächlich Jane Doe. Die Diözese wurde durch Bill O'Brien vertreten, ein Anwalt, der für die Kirche arbeitete, wie sein Vater eben auch vor ihm. Dieser O'Brien bemerkte, dass nach Vermonts Verjährungsfrist Erwachsene, die als Kinder missbraucht wurden, 6 Jahre ab dem Moment haben, in dem sie erkennen, dass sie durch den Missbrauch beschädigt wurden, um Klage zu erheben. Barkin hatte 40 Jahre gehabt, um herauszufinden, was seine Verletzungen verursacht hatte, sagte O'Brien, während welcher Zeit relevante Beweise oder Zeugen verloren gegangen sein können. In einem langen Memorandum an den Richter lehrten die Anwälte der Kirche White über Rechtsfragen, belehrten und zitierten eine Stellungnahme aus einem medizinischen Kunstfehlerprozess, in dem es hieß, Zitat, das Gesetz ist nicht dazu bestimmt, den Faulenzern zu helfen, den Folgen ihrer eigenen Fahrlässigkeit zu entgehen. Ende Zitat. White arrangierte eine Pressekonferenz für Barkin, um seine Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass sie andere Überlebende von St. Joseph's ans Licht bringen könnte. In den Jahren seit dem Verlassen des Waisenhauses hatte Barkin ein abenteuerliches Leben geführt. Er hatte als Taucher gearbeitet und alte Schiffswracks und alte Fossilien ausgegraben. Er hatte Zeit am berühmten Naropa Institute in Colorado verbracht und sich mit Ram Dass und Allen Ginsberg getroffen. Er hatte sogar Delfinbegegnungen geführt. Aber am Tag seiner Pressekonferenz fühlte sich Barkin, als würde er ein Streichholz in einer dunklen und bedrohlichen Höhle anzünden. Er hatte Angst, aber er hoffte, dass er andere dazu inspirieren könnte, dasselbe zu tun. White hoffte, dass er von einigen weiteren ehemaligen Bewohnern von St. Joseph hören würde. Er hörte bald von 40. Bald bildete sich eine Selbsthilfegruppe namens Überlebende des St. Joseph's Waisenhauses und Freunde. Teilnehmer berichteten später, dass sie auf 80 Mitglieder angewachsen sind. Die Meetings waren unvorhersehbar. Einige ehemalige Bewohner sagten, dass das Waisenhaus das Beste sei, was ihnen je passiert sei. Andere berichteten von ständiger Grausamkeit und körperlichem Missbrauch. Einige drohten mit Gewalt gegen Geistliche. Eine Frau sagte, sie würde ein Buch schreiben. Eine andere, die in den 1920er Jahren im Waisenhaus war, rief an, um ihre Geschichte zu erzählen und weinte vor Angst, dass Gott sie dafür bestrafen würde, dass sie es laut gesagt hatte. Ein Mann erschien unverschämt betrunken. Ein anderer sprach davon, dass er sich zu Hause regelmäßig in einer Kiste einschließen würde. Jemand schrieb an White, um ihn zu warnen, dass die Diözese einen Spion geschickt hatte. Etwa zu dieser Zeit brachte sich ein ehemaliger Bewohner um. Die Überlebenden kämpften untereinander darüber, welche Strategie sie verfolgen sollten. Bei einem Treffen wurde eine Frau niedergeschrien, als sie vorschlug, dass sie alle den Bischof gemeinsam kontaktieren sollten. Einige wollten Therapeuten, die bei den Treffen anwesend sein sollten, andere aber waren entsetzt über eben diesen Vorschlag. Schließlich beschloss White am Wochenende des 18. September 1994 ein großes Treffen im Hampton Inn in Colchester, Vermont, einzuberufen. Sally Dale erhielt eine Einladung. Es hieß, das Ereignis sei eine Wiedervereinigung von Überlebenden des St. Josephs,
was Sally als ein seltsames Wort betrachtete. Sie hatte schon lange keinen Kontakt mehr mit den Menschen aus dem Waisenhaus gehabt und dachte so wenig wie möglich darüber nach. Aber sie war neugierig, einige der alten Gesichter zu sehen und herauszufinden, wer noch da war. Sie war nur ein paar Schritte in den Konferenzraum hineingegangen, als ein Mann ausrief: »Du kleiner Teufel!« Es war Roger Barber, einer der Jungen aus St. Joseph's, der mit seinen beiden Schwestern dort war. »Kleiner Teufel«, so nannten sie sie früher. Sie hatte so lange nicht mehr daran gedacht. »Sal, du siehst gut aus für alles, was du durchgemacht hast«, sagte eine von Barbers Schwestern. »Du warst unsere Shirley Temple im Waisenhaus«, sagte die andere. Sie erinnerte sich daran, wie Sally als Kind »God Bless America« und »On the Good Ship Lollipop« sang. Sally erinnerte sich an einige dieser Dinge. Sie erinnerte sich manchmal auch an schlechte Dinge, wie zum Beispiel an Zeiten, in denen die Nonnen sie schlugen. Aber es ist schon lange her. Sie erkannte nur wenige der 50 oder 60 Anwesenden. Die kleine Debbie Hazen war da, ebenso wie Caitlin Hoffman, zusammen mit Coraline Goodwin und Sally Miller. Einige der Frauen erkannten sich nicht nach dem Namen, sondern nach der Nummer. 32! 14! White begann den Tag mit der Vorstellung von Barkin und einigen anderen Menschen, die dort waren, um zu helfen. Ein Mann sprach über die Bibel und wandte sich in Zeiten wie diesen an Gott, und zwei Therapeuten sagten, sie seien für jeden da, der reden wolle. Auch lokale Journalisten waren vor Ort. Dann erzählte Barkin allen von der Nonne, die ihn in den Schrank brachte. Roger Barber sprach als nächstes. Sally erinnerte sich an ihn und sagte, dass eine Nonne einer Gruppe älterer Jungen sagte, sie sollen ihn vergewaltigen. Als die Geschichten nach und nach herausstolperten, überkam es die ehemaligen Bewohner im Besprechungsraum und auf den Fluren des Hotels. Ein schlagsiger, verwitterter Mann stand auf und sprach einen anderen Mann vor der ganzen Menge an. »Ich bin hier, weil ich dich damals im Waisenhaus schikaniert habe«, sagte er. »Das hat mir mein ganzes Leben lang leid getan. Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut.« Dann sprach eine Frau darüber, wie Nonnen ihr Gesicht mit ihrem eigenen Erbrochenen abwischten, und Sally begann sich daran zu erinnern, dass ihr genau dasselbe passiert war. Sie konnte die Stimme einer Schwester hören, die ihr sagte, nachdem sie ihr Essen erbrochen hatte, »Du wirst nicht so stur sein, du wirst sitzen bleiben und es essen.« Eine Frau sagte, sie hätte gesehen, wie eine Nonne ein Baby an den Knöcheln hielt und seinen Kopf gegen einen Tisch schwang, bis es aufhörte zu weinen. Als Sally die schrecklichen Geschichten hörte, brach etwas in ihr aus. Sie schüttelte den Kopf und fing an zu sagen, »Nein, nein, 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 das ist nicht wahr!« Aber die Erinnerungen kamen bereits zurück. Obwohl das Wiedersehen ein zweitägiges Ereignis war, verließ Sally das Treffen am ersten Nachmittag mit erdrückenden Kopfschmerzen. Am nächsten Morgen hatte sie Durchfall und konnte nicht sprechen, ohne zu schwanken. Sie verbrachte die Nacht damit, aufrecht zu sitzen, sich an Dinge zu erinnern, an die sie seit Jahrzehnten nicht mehr gedacht hat, und sagte, »Nein, nein, 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 nein!« Als die Mann sie fragte, warum sie Nein sagte, antwortete sie nur, »Nein.« Südlich von Lone Rock Point, wo die North Avenue hoch über dem Ostufer des Lake Champlain verläuft, hinter den gewundenen Pfaden, die sich durch den Friedhof schlängeln, hinter den schweren Türen des großen Backsteingebäudes, war Sally wieder im Waisenhaus. Wahrscheinlich noch nicht 6 Jahre alt, wurde sie in Richtung der Näherei gebracht, gezwungen von einer wütenden Nonne. Sally war beim Laufen und Kichern im Wohnheim erwischt worden. Die Nonne, Schwester Jane vom Rosenkranz, war bekannt für ihren ständigen Begleiter. Ein dicker Rasierriemen, den die Mädchen die grüne Pille nannten. Bittere Medizin für jedes Kind, das sich ihr näherte. Schwester Jane vom Rosenkranz brachte Sally in das kleine Schlafzimmer neben dem Nähzimmer und ließ sie mit dem Gesicht nach unten liegen, das Kleid hochgezogen,
das Höschen heruntergezogen. Dann schickte die Nonne Eva rein, eine Näherin, die zusammen mit einer anderen Hilfsangestellten, Irene, eine der beiden einzigen Personen war, bei denen sich Sally sicher fühlte. Eva kam in den kleinen Raum, sah Sally an, mit dem Gesicht nach unten, Kleid hochgezogen, wehrlos, und stand für ein paar Momente lang bewegungslos da. Der Gurt lag neben ihr auf dem Bett. Dann ist sie gegangen. Irene kam als nächstes, aber sie konnte auch nichts tun. Sogar Schwester Jane vom Rosenkranz, die normalerweise so schnell bestrafte, kam herein, tat aber nichts. Schließlich hörte Sally Schwester James Mary verkünden, dass sie kein Problem mit der Ausführung der Aufgabe habe. Als sie den Raum betrat, schlug sie Sally mit dem Riemen mit großer Gewalt von der Rückseite ihres Halses bis hinunter zu ihren Knöcheln. Einmal, zweimal, zehnmal, zu oft, um zu zählen. Sally ist bei jedem Hieb zurückgeprallt. Sie versuchte ihr Bestes, um die Tränen zurückzuhalten. Die Stille machte Schwester James Mary nur wütender, die sie immer wieder schlug. Immer wieder kamen die Schläge. »Du wirst weinen!« Die Nonne bestand darauf. Irgendwann tat es Sally. Sie fing an zu weinen. Sally konnte sich nicht weit genug umdrehen, um die Verletzungen zu sehen, aber als Irene schaute, keuchte sie. »Wie oft müssen wir es dir noch sagen?« forderte Schwester Jane. »Wenn du weinst, weinst du allein. Wenn du lächelst, lächelt die ganze Welt mit dir.« Irene brachte Sally über den langen Flur, die Marmortreppe hinunter, vorbei am Foyer und in das Büro der Mutteroberin selbst. Irene zeigte ihr die Wunden von Sally. Es war nicht richtig, das einem kleinen Mädchen anzutun. Mutteroberin antwortete, dass Sally sowieso in der Besserungsanstalt landen würde. Das nächste Mal, als Sally zu Irene und Eva zum Schlagen geschickt wurde, sagte Irene, sie würde sich selbst um das Kind kümmern. Irene schlug sie, aber nur auf ihren Hintern. Sally war so überwältigt von Dankbarkeit, dass sie Irene am nächsten Tag sagte, dass sie sie liebte. Hier sehen wir noch ein paar Bilder aus dem Waisenhaus. Als die Überlebendengruppe von Burlington an Dynamik gewann, entwickelte sich Joseph Barkin zu einer außergewöhnlichen Kraft für Veränderung. Ein Richter hatte zugelassen, dass sein Fall von sexuellen Übergriffen voranschreitet, und er erwies sich als ein hartnäckiger Prozessführer, der andere für die Sache mobilisierte und sogar seine eigene Ermittlungsarbeit leistete. Er besuchte eine Reihe von Nonnen der Schwestern der Vorsehung im örtlichen Mutterhaus und interviewte sie auf Band. Wer war die Schwester, die eine echte Disziplinärin war? Aber seine übergroße Rolle und seine Erwartungen komplizierten die Dinge. Nachdem er der Erste war, der sich zu Wort meldete, glaubte er, dass seine Ideen zusätzliches Gewicht haben sollten. Seine Beziehung zu White verschlechterte sich im Laufe dessen, was Barkin als Mangel an Respekt empfand. Auch die Beziehungen zur Gruppe sind ausgefranst. Schließlich sagte ein Delegierter, dass sich mehrere Mitglieder von Barkin bedroht fühlten. White kam zu dem schmerzhaften Schluss, dass er Barkin nicht mehr vertreten konnte, und ermutigte ihn, einen neuen Anwalt zu finden. White plante, sich auf die Ansprüche der anderen ehemaligen Bewohner zu konzentrieren. Aber als wäre das noch nicht genug, was vor sich ging, sagte Whites Arzt, dass er Diabetes hatte. Er hatte zwei Kinder, eins davon neugeboren, und es wurde klar, dass seine Firma zu klein war, um alle notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um alle anstehenden Fälle zu bearbeiten. White erkannte, dass er, wenn er die Waisenkinder mit Integrität und Kompetenz vertreten würde, alles andere würde opfern müssen. Ich müsste meine Familie verlassen, ein Wundermittel für meinen Diabetes finden und eine neue Anwaltskanzlei finden, sagte er später. Etwa zur gleichen Zeit machte der Bischof ein formelles Angebot. $5.000 pro Person, wofür die Empfänger auf ihr Recht auf weitere rechtliche Schritte verzichten würden. $5.000. Da kann einem doch nur schlecht werden. Ein römisch-katholischer Bischof macht ein
zwischen Anführungszeichen Angebot, $5.000 zu empfangen für teilweise jahrelangen schweren physischen und psychischen Missbrauch. Wem dabei nicht schlecht wird, dem kann ich nicht mehr helfen. White hasste es, die Fälle so enden zu sehen, aber er wusste, dass die Verjährung einige der Kläger daran gehindert hatte, jemals ihren Tag vor Gericht zu verbringen. Und für viele von ihnen waren $5.000 ernsthaftes Geld. Er sagte seinen Klienten, dass er ihnen nicht raten könne, welchen Weg sie wählen sollten, aber wenn jemand sich abfinden lassen wolle, dann würde er helfen. Die Burlington Free Press berichtete, dass nach Angaben von Kirchenbeamten 100 Menschen die Zahlung akzeptierten, wegen Missbrauchs, von dem sie sagten, dass sie darunter gelitten hätten. Die Kläger sagten, dass bis zu 160 Personen, die von den 1930er bis zu den 1970er Jahren im Waisenhaus waren, dem Angebot des Bischofs folgten. Für jeden von denen, die er vertrat, schickte White einen Brief an Bill O'Brien, den Anwalt der Kirche. »Lieber Bill«, sagte einer der Briefe, »Kay erinnert sich, dass Schwester Madeline und Schwester Claire ihren Kopf und ihr Gesicht geschlagen, sie an ihren Haaren gezogen und ihr Gesicht mit den Handrücken geschlagen haben, so dass ihre Ringe ihre Lippe spalteten und sie traten und schlugen sie nieder. Lieber Bill, bis heute wird sie keinen Schrank betreten, wenn dieser eine Hängelampe hat. Lieber Bill, wenn Elle erwischt würde, ohne aufzupassen, würden die Nonnen eine Nadel nehmen und wieder in seine Fingerspitzen stechen. Lieber Bill, die Nonnen würden auch G und andere Kinder zwingen, ihre Arme an den Seiten hochzuhalten, mit den Handflächen in der Luft, um ein Buch auf den Handflächen zu halten. Wenn G seine Arme jedoch fallen ließ, bevor die erforderliche Zeit abgelaufen war, wurde er geschlagen und gezwungen, die Strafe noch einmal zu wiederholen. Der Bischof veröffentlichte etwa zur gleichen Zeit einen Brief. Im weiteren Sinne seien sie alle Opfer, sagte er. Missbrauchte Kinder sowie die guten Priester und Brüder und Nonnen. Wenn jemand von einem Kirchenbeamten verletzt wurde, schrieb er, es tut mir vom Herzen leid. Der Bischof sagt, sie sind alle Opfer. Missbrauchte Kinder sowie die guten Priester und Brüder und Nonnen. Nach dem, was wir bis jetzt hier gelesen haben und auch in den vorangegangenen 14 Lesungen bereits über dieses Thema gelernt haben, da kann einem doch nur schlecht werden, wenn man hier einen sogenannten Würdenträger dieser sogenannten Kirche solche Dinge sagen hört. Also mir persönlich dreht sich in solchen Momenten der Magen um. Und das erinnert mich wieder mal an diesen Fakt, den ich schon in einigen Videos angeholt hatte, dass die römische Kirche da immer wunderbar Erfolg drin hat, um die Opfer zu Tätern und die Täter zu Opfern zu machen. Alleine schon hier in einem Namenzug mit diesen Vergewaltigten, und zwar seelisch und körperlich, vergewaltigten Kindern in demselben Atemzug die Täter zu nennen und beide als Opfer darzustellen, ist für mich der Gipfel an Heuchelei in dieser Sache. Das muss ich mal ganz ehrlich eben hier sagen. Und da wird mir einfach nur schlecht. Aber wir lesen trotzdem fort. Sally Miller, die Frau, die vorgeschlagen hatte, den Bischof bei einem der Treffen der Überlebenden von White zu kontaktieren, ging voraus und besuchte ihn selbst. Sie sagte, er erzählte ihr, dass, wenn es als Kind moderne Gesetze gegeben hätte, sein eigener Vater wegen Kindesmissbrauchs angeklagt worden wäre. Und doch habe er überwunden, was mit ihm geschehen sei. Er verstand nicht, warum andere Leute nicht darüber hinwegkommen konnten, was mit ihnen passiert war. Sie waren noch Kinder. Miller sagte später aus, dass sie es ihm gesagt habe. Nun, diese Nonnen waren nur frustrierte Damen, sagte sie.
dass er darauf antwortete. Sie hatten keine eigenen Kinder und wussten nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollten. Joseph Barkin kontaktierte Robert Whitman, einen angesehenen Anwalt in der Nähe seines Wohnorts in Sarasota, Florida, von dem er von einem Freund eines Freundes gehört hatte. Ähnlich wie Philip White bildete sich Whitman nicht sofort eine Meinung darüber, ob Barkin die Wahrheit sagte, aber er dachte, es sei es wert, weiter zu forschen. Whitman entschied, dass er nach Burlington, Vermont gehen würde und mit Barkins Hilfe würde er so mit vielen ehemaligen Bewohnern von St. Joseph sprechen, wie er konnte. Er gab sich ein paar Wochen Zeit, um zu versuchen, dem Geschehenen auf den Grund zu gehen. Die beiden Männer tourten Anfang 1996 durch Vermont und Whitman traf sich mit den Überlebenden von St. Joseph's in Häusern und Obdachlosenheimen und rustikalen B&Bs, also Bed and Breakfasts, und hatte heftige Begegnungen in den verschiedensten Gegenden. Je mehr Menschen er ansprach, desto stärker waren die Muster, die entstanden. Menschen, die in verschiedenen Jahren, ja sogar Jahrzehnten im St. Joseph's gewesen waren, beschrieben, wie sie in denselben Wassertank eingesperrt worden waren oder wie sie beobachtet hatten, wie andere Kinder in den gleichen Kindergartenschrank gelegt wurden. Sie erinnerten sich an ein Lineal, ein Paddel, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Einen Riemen, eine kleine Axt, eine Glühbirne, Klöppel und einen Satz großer Rosenkranzperlen. Sie sprachen über brennende Streichhölzer, die gegen die Haut gehalten wurden. Sie beschrieben einen höhlenartigen Dachboden. Als sie nett waren, waren sie je zu zweit hinaufgegangen, um Sonntagskleidung, Spielkleidung und Winterkleidung zu holen. Wenn sie böse waren, wurden sie geschoben, geschleppt und die Treppe hinaufgestoßen, um allein zu sitzen und in die Leere zu schreien. Die Nachbeben des Waisenhauses halten ihr ganzes Leben lang nach. Viele der Leute, die Whitman traf, hatten Zeit im Gefängnis verbracht oder mit Sucht zu kämpfen. Fakten, die ein Verteidiger nutzen könnte, um sie vor einer Jury zu diskreditieren. Er wollte ihnen helfen, aber er war sich nicht sicher, ob er den enormen Job übernehmen sollte. Erst an diesem Tage machte er die vierstündige Fahrt nach Middletown, Connecticut, um Sally Dale zu treffen. Sally nahm ihn mit durch einen Matschraum mit vielen winzigen Stiefeln, die herumgeschleudert wurden, in eine Küche, die mit dem einladenden Geruch des Kochens gefüllt war. Sie setzten sich an den Tisch und sprachen stundenlang. Dann, und in späteren Gesprächen, erzählte sie ihm von dem kleinen Jungen, der von einer Nonne aus einem Fenster im vierten Stock geworfen wurde. Sie erzählte ihm von einem Tag, an dem die Nonnen sie in die Feuerstelle schickten, um einen Ball zu holen, und ihre Schneehose in Flammen aufgegangen war. Und davon, wie Wochen später, als die Nonnen mit einer Pinzette geschwärzte Haut von ihren Armen und Beinen zogen und sie vor Schmerzen schrie, sie ihr sagten, es würde passieren, weil sie ein wirklich, wirklich böses Mädchen war. Sie erzählte Whitman von einem Jungen, der unter die Oberfläche des Champlainsees geriet und nicht mehr auftauchte. Und nach einer sehr traurigen und sehr beängstigenden Geschichte von einem kleinen Jungen, der durch einen Stromschlag getötet wurde, den die Nonnen in seinem Sarg küssen ließen. Als Whitman an diesem Tag aus ihrem Haus ging, stand er mit Tränen in den Augen in ihrer Einfahrt. Er konnte nicht ganz sagen, was es mit Sally auf sich hatte. Ihre seltsame, furchtlose Unschuld, ihre Sturheit, aber er vertraute jedem Wort, das sie sagte. Sie war die glaubwürdigste Person, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe, sagte er später zu mir. Whitman bat Sally aufzuschreiben, woran sie sich erinnerte. Er sagte ihr, dass ihm die Rechtschreibung oder dergleichen egal sei. Er hoffte nur, dass es ihr helfen würde, die Dinge in Ordnung zu bringen. Sie mochte die Idee und über viele Monate hinweg schickte sie ihm eine Reihe von kraftvollen und detaillierten Briefen. 12. Juli 1996. Ich hatte letzte Nacht einen Traum über das Waisenhaus. Aber der komische Teil ist, dass meine Augen weit geöffnet waren.
Ich sah eine Schwester in das kleine Wohnheim der Mädchen kommen, und sie kam zu meinem Bett und sagte mir, ich solle mit ihr kommen. Sie nahm mich an der Hand und brachte mich in ihr Zimmer. Sie legte mich auf ihr Bett und fing an, mich überall zu berühren. Ich hatte solche Angst, wollte aber keinen Ton von mir geben, damit sie nicht wütend und unbeherrscht wurde. Dann nahm sie meine Hände und sagte mir, ich solle sie überall reiben, während sie ihre Finger dahin legte, wo es wirklich weh tat, und es gefiel mir nicht. Dann sagte sie mir, ich solle ihre Finger dahin legen, wo sie mich berührt hatte, und ich sagte nein. Sie wurde so wütend, dass sie mir einen richtig harten Schlag mit dem Riemen gab, mich zurück in mein Bett im Wohnheim schickte und mir sagte, ich solle nie wieder etwas darüber sagen. Also tat ich, was sie sagte, weil ich wirklich Angst hatte, dass sie mich wieder verletzen würde. Weiter 1996. Ich erinnere mich, als ich wirklich klein war und wütend wurde, dass ich einen Wutanfall bekam. Sie wurden so wütend auf mich, dass sie mich packten, wo immer sie konnten, und mich ins Badezimmer brachten und mich auf den Rücken über die Wanne legten und mir kaltes Wasser ins Gesicht schütteten, bis ich aufhörte zu schreien und zu treten. Das Wasser traf so hart auf mein Gesicht. Als ich älter wurde, ließen sie mich die kleinen Kinder im Kinderzimmer babysitten. Es gab Zeiten, in denen ich Dinge sah, die die Nonnen mit ihnen machten, aber ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte, um es jemandem zu sagen. Manchmal fragte ich sie, warum sie diese Dinge getan haben, und sie sagten, weil sie sehr böse Jungs oder Mädchen waren. Im Winter hatten wir diese lustig aussehenden Dinger, bei denen Hitze und Dampf entwichen. Sie setzten die kleinen Kinder manchmal nur zum Sitzen drauf, aber andere stellten sie darauf und schubsten sie dann, und natürlich blieben manchmal die kleinen Beine zwischen Wand und Kühlrippe hängen, und die kleinen Kinder schrien und weinten schrecklich. Sie wurden herausgezogen, und einige Kinder hatten wirklich schlimme Verbrennungen und Blasen. Wenn sie nicht aufhörten zu weinen, würden sie dann in den gleichen Schrank sperren, in den sie mich gesteckt hatten. Du konntest sie hören, aber du konntest nichts für sie tun, weil sie die Schlüssel bei sich behalten würden, bis sie bereit waren, sie rauszulassen. Aber was sollte ich tun? Ich war selbst noch ein Kind. Und manchmal betete ich, dass entweder wir getötet würden oder sie, aber es geschah nie. Ich glaubte wirklich, dass niemand, nicht einmal Gott, einen von uns lieben würde und dass wir für immer dort bleiben müssten. Einer nach dem anderen, zu Hause oder in den Büros der Burlington-Kanzlei Langrock, Sperry & Wool, setzte sich Whitman mit den noch nicht aufgegebenen Überlebenden zusammen und sagte ihnen, dass er sie vertreten würde. Aber dass es ein riskantes und schwieriges Geschäft wäre. Kirchenanwälte würden die schmerzhaftesten Fragen stellen. Wenn die Kläger jemals einen Psychologen oder Psychiater besucht hätten, könnten die Anwälte verlangen, dass sie ihre Akten einsehen. Wenn sie geschieden wären, würde die Kirche mit ihrem Ex und ihren Kindern sprechen wollen. Und nach all dem gab es überhaupt keine Garantie, dass sie gewinnen würden. Er stürzte sich in den Aufdeckungsprozess. Er lernte schnell. Aber je mehr er hörte, desto mehr Fragen hatte er. Wie wurde St. Joseph's geführt? Wer hatte dort gewohnt? Wo kamen sie her? Wie ist das Geld durch den Ort geflossen? Und eines der am schwersten zu verstehenden Dinge, wie können Grausamkeiten und Glück am selben Ort existieren? Sogar Bewohner, die über extremen Missbrauch sprachen, lachten auch über das Herunterrutschen der Geländer, schätzten das Erlernen des Nähens oder zeigten sich stolz darauf, Teil eines Waisenhausstückes zu sein. Eine Frau namens Marilyn Noble gab Whitman das Manuskript für ein Memoir namens Orphan Girl No. 58, also Waisenkind Nummer 58. Noble lebte in St. Joseph's zur gleichen Zeit wie Sally Dale. Als Mädchen war sie gezwungen worden, sich 50 Mal ins Gesicht zu schlagen, und als sie es nicht hart genug tat, tat es eine Nonne für sie. Als sich ein Schnitt unter ihrem Fingernagel zu einer pochenden, giftigen Infektion entwickelte, hatte sie zu viel Angst gehabt, es den Nonnen zu sagen, bis es fast zu spät war.
aber sie schätzte noch immer die Erinnerung daran, als die Familie von Trapps, die österreichische Familie, deren Flucht vor den Nazis The Sound of Music inspirierte, zu einem Besuch in St. Joseph's kam. Für den Gesang des Segens wurde Noble neben Maria selbst gestellt. Die freundlichste und beliebteste Stiefmutter der Welt lehnte sich nach unten und sagte Noble, dass sie wunderschön sang. Selbst grundlegende Informationen über den Betrieb von Waisenhäusern waren schwer zu finden. Whitman fand keine Bücher über Studien zu diesem Thema. Die geringe Presseberichterstattung, die die Institutionen im Lauf des Jahrhunderts erhalten hatten, handelte in der Regel von lustigen Ausflügen oder der glücklichen Bergung eines entlaufenen Schurken. Je mehr Whitman mit Leuten sprach, die in St. Joseph's gelebt hatten, das Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden war, desto klarer wurde, dass das Loch in der öffentlichen Akte kein Unfall war. Tausende von Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika hatten zu irgendeinem Zeitpunkt in einem Waisenhaus gearbeitet, aber keiner hatte sich gemeldet, um sich an seine Zeit zu erinnern. Zumindest nicht an einem Ort, den Whitman finden konnte. Die Diözesanhierarchie hatte die Aufsicht über das Waisenhaus und die Nonnen hatten dort gelebt und gearbeitet, aber keine von ihnen kam mit ihren Erinnerungen in Berührung. So war es auch bei den Kindern. Geschwister, die einmal zusammen im selben Waisenhaus waren, hatten es oft nicht miteinander besprochen, geschweige denn mit Freunden oder gar Ehepartnern. In den ersten Tagen des Waisenhauses hatte es sowohl ältere als auch jüngere Menschen beherbergt. Eine Frau erinnerte sich daran, dass sie als Kind nachts im Bett lag und hörte, wie sich alte Seelen die langen Gänge auf- und abschleppten und schreiende und stöhnende und kratzende Geräusche machten. Erst später wurde ihr klar, dass die schrecklichen Geräusche von alten Leuten kamen, die einen Stuhl vor sich herschoben, wie ein Wanderer. Schließlich gingen die älteren Bewohner weg. Die Kinder blieben. Hunderte von ihnen. Wie Whitman zu sehen bekam, waren viele von ihnen jedoch keine Waisenkinder. Sie waren in lokale Familien geboren worden, katholische, französisch-Kanadier, aber auch englische oder irische Amerikaner und in einigen Fällen Afroamerikaner oder Abenaki, Indianer der Region. Die meisten waren extrem arm. Ein Mädchen hatte zum ersten Mal Milch in St. Joseph's und dachte, es sei das Schönste, was sie je probiert habe. Ein Mädchen hatte nur ein paar Mal im Jahr ein Ei am Esstisch gesehen. Aber Geldmangel war in der Regel nur eins ihrer Probleme. Die Eltern der Kinder waren oft krank oder süchtig, inhaftiert oder geschieden oder grausam, monströs oder gewalttätig. Einige Eltern brachten ihre eigenen Kinder zu den Nonnen und glaubten, sie würden sie an einem sicheren Ort zurücklassen. Viele wurden vom Staat gebracht, nachdem ihre Häuser als inakzeptabel erachtet wurden. Manchmal landeten sie in einem Waisenhaus, nur weil ihre Mutter unverheiratet war. Sie kamen in jedem erdenklichen Zustand an, schmutzig und verlaust, voller blauer Flecken, kürzlich vergewaltigt oder völlig gesund. Egal, woher sie kamen, viele der Kinder wussten nicht, wohin sie gingen, bis sie sich umdrehten und feststellten, dass derjenige, der sie dorthin gebracht hatte, verschwunden. Nachdem die Türen von St. Joseph hinter ihnen verschlossen waren, spielten die Kinder eine Rolle in einem seltsamen privaten Theater mit vielen Schauspielern, aber ohne Publikum. Sie nahmen sogar unterschiedliche Identitäten an, da die Nonnen sie mit Zahlen und nicht mit Namen ansprachen. Auch die Frauen der Vorsehungsschwestern waren umbenannt worden, als sie sich dem Orden anschlossen und ihr Gelübde ablegten. Leonel Racicott wurde Schwester James Mary. Jean Campbell wurde Schwester Jane vom Rosenkranz. Mary Rose Delpy wurde Schwester Mary Verney. Und verschiedene Männer zogen in das Drama ein und aus. Priester, Seminaristen, Berater und andere wiederkehrende Charaktere, die ihre Vornamen beibehielten und eine Zeit lang auftauchten, dann hinter die Bühne und in den Rest der Welt zurücktraten. Was dann 1994 passiert, meine lieben Brüder und Schwestern, das werden wir uns im nächsten Video anschauen.
in der nächsten Lesung. Wir sind bei einer guten Stunde angekommen und man muss ja irgendwo einen Bruch machen, einen Schnitt machen, um ein Video nur eine bestimmte Zeit laufen zu lassen. Ich denke, mit allem, was wir heute gelesen haben, ist es genug gewesen und haben wir eine ganze Menge, um darüber nachzudenken, was wir gelesen haben und vor allen Dingen auch darüber nachzudenken, was wir vielleicht in unserem eigenen Leben erlebt haben in der Hinsicht. Haben wir Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die in Waisenhäusern groß geworden sind? Und haben wir uns vielleicht manchmal gewundert über die Art und Weise, wie diese Menschen sind, dass die vielleicht anders sind als wir, die wir in, ich sag mal jetzt, normalen Familien hochgezogen wurden und keinen Missbrauch erfahren haben? Weil viele Leute müssen das auf verschiedene Arten in ihrem späteren Leben wegstecken. Und sie entwickeln von daher einen Charakter, der nicht so ist, wie er sein würde, wenn sie sich hätten, ich sag mal, normal entwickeln können. Ich bin glücklicherweise in einer wunderbaren, heilen Familie groß geworden. Aber wir haben damals auch ein Kind aus dem Heim aufgenommen, meine Eltern als Pflegekind. Und der Junge war so ganz anders als ich und ich habe das damals gar nicht verstanden. Und heute habe ich da eine ganz andere Sicht drauf und ein ganz anderes Verständnis für. Ich würde dem Jungen heute anders begegnen als damals, aber ich war damals, weiß ich, 12 Jahre, 11, 12 Jahre, als der zu uns in die Familie kam als Pflegekind. Was wusste ich damals davon? Aber wenn ich heute Menschen auf der Straße begegne oder in meinem Leben begegne, von denen ich weiß, dass sie einen solchen Hintergrund haben, dann würde ich ganz vorsichtig mal irgendwie anfragen, ob denn auch alles in Ordnung sei. Weil, wie gesagt, es gibt viele, die haben sowas nicht mitgemacht. In demselben Waisenhaus hast du Leute, die gelacht haben, gelebt haben, Dinge gelernt haben, fröhlich waren. Aber du hast eben auch viele Kinder, die den Missbrauch erlebt haben. Gut und Böse ist sehr dicht beieinander bei diesen Dingen. Und wenn es ein römisch-katholisches Waisenhaus war, dann war doch meistens mehr Böse als Gut anwesend. Das haben wir heute in der Lesung hier gelernt. Das haben wir in den Lesungen vorangehend an diese Lesung gelernt. Und das werden wir wohl auch in den nächsten Lesungen lernen. Ich bitte euch also nochmal darüber nachzudenken und auch mal im eigenen Leben darüber nachzudenken, ob ihr Leute kennt, die eine ähnliche Kindheit oder Jugendzeit mitgemacht haben und vielleicht mit denen darüber reden und gerade solchen Leuten probieren zu helfen, durch ihnen vom Evangelium zu erzählen, durch ihn von Jesus Christus zu erzählen und ihnen zu erzählen, dass es jemanden gibt, der sie lieb hat. Dass es einen Vater gibt, der sie lieb hat. Dass es einen Vater gibt, der uns alle lieb hat und der uns niemals missbrauchen wird. Unseren Vater, den wir im Himmel haben und den wir durch das Lesen der Bibel kennen und lieben und schätzen lernen können. Und probiert, solche Leute zur Bibel zu führen. Es liegt nicht an euch, ich weiß es auch. Es ist der Vater, der zieht die Kinder zu seinem Sohn, Jesus Christus. Wir können nur probieren, ein Werkzeug dafür zu sein. Und das frage ich eben. Und ganz sicher, wenn wir Leute mit solchem Hintergrund kennen, denen noch ein besonderes Verständnis entgegenzubringen. Das war die Lesung für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn wir den Artikel über das St. Josephs Waisenhaus weiterlesen. Von Nonnen, die Kinder töteten und missbrauchten. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.